Amerika in der Prophetie. Wir werden heute Abend ein Thema haben, wo wir wieder wie in den anderen Themen nichts anderes zulassen als allein die Schrift und die Geschichtsschreibung. Und wir werden heute Abend erstaunliche Dinge sehen, die das Bild abrunden, was wir in den letzten Themen studiert haben. Und wir werden heute Abend sehen, wie unser Vertrauen in die Bibel, in die biblische Prophetie gestärkt wird und noch mehr gefestigt werden wird als in den vorigen Abenden. Wir haben ein wunderbares Licht, das rausscheint aus diesem Buch, und wir brauchen nur uns die Zeit zu nehmen, uns diesem Buch zu öffnen. Und das wollen wir heute tun, indem wir dieses Buch öffnen. Aber zunächst wollen wir einige Jahre zurückgehen in eine Zeit, in der es sehr friedlich war und es schien alles wunderbar zu laufen. Es war gerade im Ausgang des tiefen, finsteren Mittelalters und es schien so zu sein, dass eine neue Ära anbricht. Überall in Europa war zu spüren, dass ein Aufbruch da war, ein Aufbruch, so wie Pflanzen neu kommen im Frühling, gab es einen Frühling, ein Erwachen in Europa in Bezug auf diese Finsternis des langen Mittelalters, wo die Wahrheit verborgen war und zugedeckt wurde. Und wir haben ja gehört in Petrus, wo es heißt, umso fester haben wir das prophetische Wort, das scheint an einem finsteren Ort. Aber über Jahrhunderte war es den Menschen nicht möglich, an dieses Buch heranzukommen, denn es war verschlossen. Es war nicht wirklich verschlossen, aber dadurch, dass es nur in Lateinisch gab, die Bibel, hatten die Menschen so gut wie keinen Zugriff darauf. Nur Gelehrte und Mönche hatten den Zugriff zur Bibel. Und wenn es eine Bibel irgendwo gab, in einem Kloster, in einer Bibliothek, dann waren sie mit dicken Ketten angekettet. Und keiner konnte sie wegnehmen, sondern man musste dort studieren, wo die Bibel war. Die Bibeln wurden angekettet. Können wir uns das vorstellen? Heute, wo wir in jedem Laden die Bibel für 2 Euro bekommen oder 3 Euro? Es gab eine Zeit, in der das Licht verdunkelt werden sollte und das war nicht per Zufall. Aber dann brach dieser neue Frühling an. Die Zeit der Reformation, die Zeit des Buchdruckkunstwerkes. Gutenberg, der anfing, die Technik zu entwickeln im 17. Jahrhundert, dass es möglich wurde, Bücher in Massen zu produzieren durch Druckkunst. Und in der Zeit, und es ist kein Zufall, brach das Licht hervor aus dem dunklen Mittelalter. Die Bibel wurde zugänglich für die Menschen und sie entdeckten Schritt um Schritt Wahrheiten, die jahrhundertelang verborgen lagen. Und das hatte seine Konsequenz. Die Macht bröckelte langsam, je mehr dieses Buch in die Hände von Menschen kam, von Gläubigen und Menschen, die sie noch nie in der Hand hielten oder verstehen konnten, desto mehr bröckelte die Macht eines Systems, das wir auch studiert haben jetzt das letzte Mal, das über Jahrhunderte davon profitierte, dass die Menschen die Bibel nicht verstanden und nicht lesen konnten. Und jeder, der versuchte, seinen Glauben nach dem, was er jetzt entdeckt in der Bibel, zu leben, musste damit rechnen, dass er verfolgt wurde. Und das geschah so. Es gab Verfolgung überall in Europa. Am Anfang nur ortsgebunden und nur vereinzelt. Aber je mehr das Licht der Bibel herausbrach aus dem Mittelalter und hineinkam in eine neue Zeit der Reformation, desto mehr erhob sich Verfolgung gegen Menschen, gegen ganze Gruppen, gegen ganze Völkerschichten. Sie wurden öffentlich auf Marktplätzen gefoltert, getötet, verbrannt, massakriert, ertränkt und andere Dinge. Die Geschichtsschreibung rechnet heute mit etwa 200 Millionen Toten allein in der ganzen Zeit des Mittelalters. Aber jetzt war es eine besondere Zeit. Es war ein Kampf, ein Ringen zwischen Licht und Finsternis. Die Kirche aber hatte kaum die Möglichkeit, das zu unterdrücken, was jetzt in ganz Europa, Frankreich vor allem, durch die Hugenotten und die Täuferbewegung in Deutschland und Waldenser in dem nördlichen Italien, überall in ganz Europa drängte das Licht durch. Und trotz Scheiterhaufen, trotz Mengen an Scheiterhaufen, konnte es man kaum aufhalten, dieses Licht. Aber die Finsternis gab nicht nach und die Verfolgung wurde immer stärker. So gab es dann Geschichtsberichte über die Bartholomäusnacht, wo die Menschen zu Tausenden in wenigen Stunden, zu Zehntausenden getötet wurden.
Man kann sich das heute nicht vorstellen, wo Marktplätze und Gassen in Städten nicht nur pfützenweise, sondern richtig mit Blut bedeckt waren. Und es gab hier nur einen sinnvollen Weg für damals die europäischen Gläubigen, egal wie sie hießen. Ob es nun die Täufer waren oder ob es die Pietisten waren, egal wie sie hießen. Paulianer, Albigenser, Katharer und wie sie alle hießen. Für sie schien es nur einen Weg zu geben. Weg. Weg aus dieser Gegend, wo man verfolgt wird. Und so geschah es auch. Es gab einen richtigen Flüchtlingsstrom heraus aus dem südlichen und westlichen Europa, heraus Richtung Norden und dann über den Norden weg mit dem Schiff in eine neue Welt, nach Amerika. Und sie kamen dort an im Jahr 1620. Und das wird noch heute jedes Jahr in Amerika gefeiert, dieses Fest, wo dort dieses erste Schiff, die Mayflower, ankam von verschiedenen Personen, Deutsche, Holländer, Franzosen, Engländer. Es war ein bunt gemischtes Volk und es war nur ein Schiff. Danach folgten viele, viele andere Schiffe, die kamen und eine neue Heimat suchten. Und sie fanden eine neue Heimat. Und sie nannten sie damals die neue Welt. Als ein vielleicht eine Anlehnung und in der Hoffnung auf das, was sie wirklich erhofften, nämlich die wirkliche Heimat eines Tages zu sehen, die himmlische Heimat. Und als sie dort ankamen, haben sie aufgrund dieser Erfahrung, die sie in Europa gesammelt haben, sehr schnell gemerkt und auch das festgehalten, dass es so weit nie wieder kommen darf in diesem Land. In diesem Teil der Erde sollte es niemals so weit kommen, dass Menschen aufgrund ihres Glaubens verfolgt, getötet und hingerichtet werden. Und so dauerte es nicht lang, die Jahrzehnte vergingen, man fühlte sich sehr schnell wohl, baute Häuser, Farmen, Tierzucht und viele andere, Ackerbau und so, wurden im Lauf der wenigen Jahrzehnte, führten dahin, dass es eine tatsächlich neue Heimat wurde. Aus dem wilden Amerika wurde von Jahrzehnt zu Jahrzehnt eine zivilisierte Welt. Und so kam es dann bis zu der besagten Tag und der Nacht im 2. Juli 1776. Dort war ein sehr, sehr wichtiges Ereignis. Ein Datum, das bis heute unvergessen bleibt in der ganzen Welt. Es war das Datum, wo Abgeordnete zusammenkamen und gemeinsam, also die föderierten Staaten von Amerika, wie sie damals hießen, sie kamen zusammen und nach langem Ringen kam sie zu dem Entschluss, wir brauchen einen Beschluss, von dem wir uns unabhängig machen von der gesamten restlichen Welt. Eine Unabhängigkeit und wir ein eigenes Land, einen eigenen Staat gründen. Und so hatten sie die erste Erklärung, die Unabhängigkeitserklärung, und beschlossen, dass das Erste und Wichtigste in dieser Verfassung das sein sollte, dass in der Zukunft kein Mensch mehr aufgrund seines Glaubens in irgendeiner Weise einen Nachteil haben sollte. Hier sehen wir, habe ich gefunden, eine alte deutsche Zeitschrift aus Amerika. Also die deutschen Aussiedler hatten da eine Zeitschrift gemacht, die hieß Pennsylvanische Staatsbote. Und wir sehen, die ist von 1776. Und hier sehen wir in Deutsch geschrieben, das ist ein interessantes Dokument. Und wir sehen also, als die Leute dort schon fast 100 Jahre, 150 Jahre in Amerika waren, gab es immer noch dort eine deutsche Kultur, noch lange eine deutsche Kultur. Und sie sprachen Deutsch, machten Zeitungen in Deutsch, hier in Pennsylvania. Und hier wird hier berichtet, zwei Tage später, am 4. Juli 1776, wird hier in dieser Zeitschrift, in dieser deutschen, wird hier berichtet von der Unabhängigkeitserklärung durch die Repräsentanten der Vereinigten Staaten von Amerika. Und hier wird dann berichtet, was der Sinn ist und welche Hoffnung man für die Zukunft hat und welche politischen Konsequenzen daraus entstehen sollten oder vielleicht Nachteile. Das wird hier sehr ausführlich gemacht, dargestellt. Ein Ausschnitt aus dieser Konstitution besagt Folgendes. Da heißt es, der Kongress darf kein Gesetz erlassen, und das war eines der wichtigsten Artikel.
Man sprach auch vom First Amendment. Der erste Artikel in dieser Verfassung sollte, in der Konstitution sollte die sein, dass der Kongress, die also Vertreter dieser einzelnen Vereinigten, dieser Staaten, kein Gesetz erlassen dürfen, das die Einsetzung von Religion betrifft oder deren freie Ausübung verbietet. Es wurde sofort verankert, dass der Staat keinerlei Gesetze in Lauf bringen darf, der entweder etwas verhindert, die Ausübung von Religion verbietet, beziehungsweise durch den Staat Gesetze, die Bezug auf Religion, die Ausübung von Religion sich beziehen, eingesetzt werden. Und seit dieser Zeit, seit 1700, Ausgang des 18. Jahrhunderts, steht eigentlich Amerika bis heute, und das wurde ja vorher schon gesagt, bis heute steht Amerika, bewusst oder unbewusst, in den Köpfen der Menschen als das Land der Freiheit. Schon allein, wenn man dort ankommt, sei es mit dem Flugzeug oder vor allem mit dem Schiff damals, wird man begrüßt von dieser großen Statue, die man Freiheitsstatue nennt, obwohl sie in Frankreich entworfen wurde und auch dort fertiggestellt wird von einem französischen Architekt. Aber doch steht Amerika heute für Freiheit und Unabhängigkeit. Das ist der Inbegriff. Amerika wird assoziiert mit diesen Begriffen. Freiheit. Freiheit, wo der Mensch glauben darf, was er will. Die Frage, die wir uns heute Abend stellen wollen und warum Amerika interessant wird im Kontext der biblischen Prophetie, ist die Frage. Könnte es sein, dass eines Tages mal diese Freiheit, dass ein Mensch seine Religion ausüben darf, wie er möchte, beziehungsweise, dass es Gesetze eventuell geben würde, die das aufheben, was in der Konstitution von Anbeginn in diesem Land festgehalten wurde, dass dieses eines Tages eventuell in Gefahr kommen könnte? Gibt es etwas, was die Bibel dazu sagt? Gibt es Dinge, die in der Geschichte uns weiterhelfen in dieser Frage? Und wir werden sehen, diese Frage betrifft nicht nur Menschen, die in Amerika leben, sondern betrifft uns heute selbst. Aber noch ein Stückchen bitte ich um Geduld, dass wir das noch ein wenig zurückhalten. Gehen wir mal einfach ein Stück weit weiter und fragen uns, bevor wir die Frage von gerade eben überdenken, ist es zunächst mal wichtig, die Frage zu beantworten, gibt es denn überhaupt etwas, wo die Bibel in irgendeiner Weise über dieses Land etwas sagt? Wir haben in den letzten Abenden festgehalten, dass wir nichts in die Bibel hineinlegen wollen. Wir haben nicht das Recht dazu, etwas hineinzulegen. Darf ich mal bitten, dass wir aufschlagen, Offenbarung 22. Das letzte Buch der Bibel. In Offenbarung 22, und hier heißt es in Vers 19, und ich bitte, Entschuldigung, ab Vers 18, und ich bitte jeden bitte mitzulesen. Haben wir es, Offenbarung 22, Vers 18? Das letzte Buch und wahrscheinlich die vorletzte Seite in unserer Bibel, wenn wir das mal, was danach noch kommt, ist die außerbiblischen Anweise mal vergessen, dann dürfte es die vorletzte Seite sein in unserem biblischen Buch Offenbarung. Und dort im letzten Kapitel, Vers 18. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt, Vers 19, von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben stehen. Das sind ernste, mahnende Worte. Und jeder, der dieses Buch öffnet und die Bibel öffnet, sollte sich gut überlegen, ob seine Auslegung oder Interpretationen tatsächlich das ist, was die Bibel sagt, oder ob man was hineinlegt oder dazu dichtet. Denn Jesus warnt hier im letzten Buch, dass keiner das Recht hat, an die biblische Prophetie etwas anzuhängen. Und deswegen wollen wir uns ganz ernst an das halten, was Jesus uns sagt. Wir wollen nichts hinzufügen, aber wir wollen tiefer graben und tiefer studieren, als wir es bisher vielleicht getan haben. Nicht oberflächlich die Bibel durchblättern, sondern Prophetie mit biblischem Blick vergleichend studieren.
Und das wollen wir machen und um diese Frage zunächst mal uns annehmen. Erwähnt die Bibel überhaupt irgendetwas über die Vereinigten Staaten? Denn wir haben ja gesehen, dass in der Geschichte, in den letzten Abenden und in den letzten Themen, wir entdeckt haben, dass Daniel, selbst der Prophet Daniel in Babylon, schon lange vorher etwas aussagte über den Fortlauf der Weltgeschichte und verschiedene Nationen erwähnte. Sollte Jesus uns im Dunkeln lassen über den interessantesten Abschnitt der Geschichte vor der Wiederkunft? Ich glaube nicht. Aber schauen wir mal. Johannes, der Prophet, der von Jesus zu seinem Engel und der Engel zu Johannes die Offenbarung bekam, der auf Patmos dieses Buch uns hinterließ und schrieb, hören wir mal, was Johannes uns hier mitteilt und wir schließen eigentlich dort an, wo wir am Mittwoch aufgehört haben, in Offenbarung 13. Wer erinnert sich noch, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer alles nicht da war und da war, ich führe hier keine Liste, aber wer von uns da war, wer erinnert sich noch, um welches Thema es ging? Es ging um ein Tier, das eine Macht repräsentiert, eine religiös-politische Macht in Offenbarung 13. Können wir uns erinnern? Okay. Und in Offenbarung 13 sehen wir jetzt heute, dass es da nicht aufhört, sondern dass Offenbarung 13 von einem weiteren Tier spricht. Und es heißt hier in Vers 11, und ich sah ein zweites Tier. Können wir uns erinnern? Offenbarung 13, Vers 1 und 2 spricht hier, und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen. Ja? Und jetzt kommt es zum zweiten Tier. Wir haben das letztes Mal einfach ausgeblendet und gesagt, das interessiert uns nicht, aber jetzt, heute wollen wir uns mit dem zweiten Tier beschäftigen. Ab Vers 11. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Hat jemand das Heft noch dabei vom ersten Abend, wo die Symbole drinstehen? Das ist eine sehr große Hilfe, dieses Heft. Wer es nicht hat, bitte heute Abend nachfragen. Das erste Heft vom ersten Abend über die biblische Symbolik. Da ist nur eine Auswahl von den vielen Symbolen in der biblischen Prophetie mit Bibeltexten, wie wir sie deuten können und wo wir die Texte finden, wo das gedeutet wird. Sehr wichtig. Hier sieht Johannes ein Tier aufsteigen aus der Erde. Schauen wir uns mal den Satz genauer an, denn wir wollen gründlich die Bibel studieren und keine Fehler machen. Wir wollen weder was hinzufügen noch etwas wegnehmen. Wir wollen einfach es so lassen, wie es in der Bibel steht und mit Verstand und mit göttlicher Weisheit, um die wir gebeten haben, studieren. Schauen wir uns mal den Satz ein wenig an. Wir wissen, wenn wir uns erinnern in den vergangenen Themen, dass ein Tier in der biblischen Prophetie was bedeutet. Wir studierten Daniel 7 als einer der Schlüssel, wo Gabriel, der Engel, Daniel auslegt und sagt, was ein Tier bedeutet. In dem Traum, den Daniel hatte, sah er vier Tiere. Und dann heißt es hier in Daniel 7, 23, das vierte Tier, das haben wir studiert, bedeutet, es ist ein Königreich, wird auf Erden sein. Also die Bibel deutet uns selbst, ein Königreich wird mit einem Tier dargestellt, ja? Wir können uns erinnern, dass Daniel diese vier Tiere sah. Den babylonischen Löwe, so wie er auch im Berliner Pergamonmuseum dargestellt wird, der König als mit Löwenkörper, aber mit königlichem Haupt. Dann sahen wir die Folgemacht, den medopersischen Bär. Übrigens, diese drei Rippen, mag sich jemand die Frage gestellt haben, ich glaube, wir haben das gar nicht angesprochen. Was sollen diese drei Rippen in dem Maul von dem Bär? Es war interessanterweise, dass Medo-Persien an die Macht kommen konnte, drei umliegende Kleinstaaten, die Medo-Persien erst besiegte, bevor es Babylon überwunden hatte. Das ist die Andeutung mit diesen drei Rippen in dem Maul. Und dann haben wir die Folgemacht gesehen, Medo-Persien wurde überwunden von Griechenland. In der Geschichte wird es hier dargestellt durch den leopardenartigen Tier mit vier Köpfen als Symbol für die vier Generale, die Alexander den Großen abgelöst haben.
Und dann kam dieses schreckliche Tier, dieses drachenartige, schreckliche, brutale Tier, das in der Bibel dargestellt wird mit dem vierten Reich, das Nachfolgereich Griechenlands, Rom. Aber jetzt werden wir heute weitergehen, und zwar noch weiter, da sind wir ja schon weitergegangen. Wir haben ja gesagt, nach diesem Tier kam ja eine Folgemacht. In Daniel 8 wird sie dargestellt als ein kleines Horn, das auf dem Haupt dieses vierten Tieres Rom wächst und drei Hörner herausreißt und unter den Folgestaaten Roms der Zeit der Völkerwanderung, nämlich dem Europa, dem entstehenden Europa, jetzt drei Staaten vernichtet und unter den ganzen europäischen Staaten jetzt eine eigenständige Macht wird. Darüber haben wir am Mittwoch ausführlich studiert. Dieses kleine Horn, das bis zum Himmel wächst und sich im Papsttum wiederfindet. Aber hier hört die Geschichte nicht auf, denn die Geschichte dauert bis zur Wiederkunft. Heute werden wir sehen, wie es hier weitergeht. Wir haben studiert, dass diese Macht eine Wunde bekam. Und wir werden heute sehen, wie es eine weitere Macht gibt, die danach in dem Spiel um die Weltregierung, um eine antigöttlichen Weltregierung, versucht, eine neue Weltordnung aufzubauen. Und es wird interessant werden. Halten wir erstmal fest, in der Überlegung an die letzten Themen, wir müssen noch mal kurz zurückgehen zu dem ersten Tier. Denn die Herkunft des ersten Tieres verrät uns etwas über das zweite Tier. Das erste Tier heißt es, wenn wir noch mal in Vers 1 und 2 schauen, woher kam denn dieses erste Tier, das wir ja schon erkannt haben aus der biblischen Prophetie, dass es hier um das päpstliche System geht. Woher kam es denn? Es heißt hier, und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen. Und wir haben es gedeutet, wenn ich da war, der kann es jetzt noch mal nachvollziehen, wir haben es gedeutet aufgrund von Offenbarung 17, nicht durch unsere eigene Interpretation, sondern aufgrund von Offenbarung 17 haben wir verstanden, dass hier gedeutet wird für die Prophetie, und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, und hier wird das Wasser gedeutet in biblischer Prophetie, sind Völker, Scharen und Nationen und Sprachen. Mit anderen Worten, kurz zusammengefasst, es ist eine bevölkerte Gegend, wo viele Menschen sind. Völker, Scharen, Nationen und Sprachen. Das wird dargestellt durch das Meer. Wir haben das ja selbst in unserer deutschen Sprache, wenn wir sagen, das Völkermeer. Kennt es noch jemand hier, diesen Ausspruch? Es wird heute nicht mehr so oft benutzt, das Völkermeer. Das kommt übrigens aus der Bibel. Die meisten im Volksmund, die Sprichwörter, kommen meistens aus der Bibel, interessanterweise. Oftmals verdreht, aber hier dieses Völkermeer, also eine Gegend, die sehr stark populiert ist, also bewohnt ist. Gehen wir mal weiter und schauen uns jetzt mal drei wichtige Fragen an zur Identität und Identifizierung des zweiten Tieres. Denn eins können wir zunächst mal schon sehr schnell sehen, hier im Text auf unserem Schoß, nämlich woher kommt diese Macht? Das ist sehr wichtig. Überhaupt war es sehr wichtig, in all den vorigen Mächten und Königreichen, die uns in der Prophetie durch Tiere dargestellt werden. Es war immer wichtig, woher sie kamen. Auch das kleine Horn, das sich entwickelt zu einem System, das bis zum Himmel wächst, ist entscheidend, woher es kam. Es wuchs nämlich auf dem vierten Tier, auf Rom. Also woher eine Macht kommt, ist sehr entscheidend, um zu verstehen, wer diese Macht ist. Was sagt uns der Text in Vers 11, woher dieses zweite Tier kommt? Es kommt aus der Erde. Ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Nun, wenn die Wasser in der Bibel einen Platz meinen, wo viele Menschen sind, eine bevölkerte Gegend auf dieser Erde, nämlich wo viele Nationen, Völker, Sprachen sind, und wir sehen ja, dass sich das in der Geschichte genau erfüllt hat. Dieses erste Tier, das wir studierten als päpstliches Rom, kommt ins Dasein wo? Im Zentrum der zivilisierten Welt damals, mitten im Zentrum. Hier von diesem zweiten Tier, von dieser zweiten Macht wird gesagt, es kommt aus der Erde. Im Prinzip genau das Gegenteil von Wasser.
dieses Tier, diese politische Macht, sagen wir mal, denn in Daniel 7 wird es gesagt, ein Königreich ist für politische Macht, kommt aus der Erde. Und die Erde steht hier im absoluten Kontrast zum Wasser. Das muss auffallen. Jemand, der aufmerksam die Bibel hier in Offenbarung 13 studiert, dem wird auffallen, dass diese zwei Tiere, wenn sie eingeleitet werden, einen Kontrast bilden. Das eine kommt aus dem Meer, aus dem Wasser, das andere kommt aus der Erde. Was soll das uns sagen? Das heißt, diese Nation kommt, entsteht in einer Gegend, in der es eigentlich keine oder so gut wie keine Völker, Nationen und Sprachen und Stämme gibt. So wie es bei dem in Offenbarung 17 gedeutet wird für das Wasser. Ist das einleuchtend? Schauen wir mal weiter, inwieweit sich das auch dann tatsächlich bewahrheitet. Die zweite Frage, die wir zu klären haben, ist, wann entsteht diese Macht? Sagt der Text etwas darüber aus, wann diese Macht entsteht? Strengen wir mal unsere Gehirnzellen an und suchen mal und schauen mal, ob der Text in den Versen ab 11, denn dort wird erst das Tier thematisiert. Und jetzt lassen wir uns mal unsere Augen, wir haben leider nicht die Zeit, sonst würde ich jetzt ein wirkliches Bibelstudium machen. Ein wirkliches Bibelstudium würden wir jetzt einfach mal auf die Suche gehen, durch den Text, durch Kapitel 13 schauen und würden schauen, gibt es hier Indizien, die über das Wann etwas sagen? Wir verkürzen das. Aber wir haben ja diese Hefte, die am Abend heute wieder ausgegeben werden, die das alles noch mehr vertiefen und möglich machen, dass es hier noch tiefer geprüft wird. Hier muss es in dem Text irgendwo eine Aussage geben und sie gibt es tatsächlich. Und zwar schon bevor der Text im Vers 11 kommt. Wir wollen mal ganz kurz für einige Sekunden unsere Logik benutzen. Das heißt nicht, dass wir die Bibel weglegen. Aber lassen Sie uns mal die Logik nehmen und kurz reflektieren. Die Prophetie zeigt uns die Entwicklung und die Entstehung einer Supermacht auf Erden, die die erste Macht war auf Erden, die organisiert gegen Gott vorging. Welche Macht war das? Die erste Macht war, die organisiert gegen Gott vorging und gegen sein Volk. Die erste Macht. Wir haben den Text vor einigen Abenden gelesen. Wer erinnert sich? Da gab es einen Mann, von dem gesagt wird, er war der erste Mächtige auf Erden, der gegen Gott kämpfte. Nimrod. 1. Mose, Kapitel 10. Dort steht, Nimrod war der Erste, der Macht gewann auf Erden. Und das ist ja nicht wahr. Der Erste, der Macht gewann. Es gab ja schon Leute, die mächtig waren vor der Sintflut. Aber das steht dort nicht. Dort steht in 1. Mose 10, er war der Erste, der Macht gewann und ein organisiertes Reich aufbaute, mit dem Ziel, gegen Gott zu streiten und zu kämpfen. Deswegen steht im Hebräischen, er war ein mächtiger Kämpfer gegen den Herrn. Luther übersetzt vor dem Herrn. Das Hebräische meint gegen, kann beides bedeuten. Der Kontext zwingt uns zu gegen und nicht zu vor. Das war die erste organisierte Macht, die nach Weltherrschaft strebte und ohne Gott ein Reich aufzubauen auf dieser Erde. Von diesem Zeitpunkt an löste sich ein Reich nach dem anderen ab mit dem gleichen Ziel. Danach kam Medo-Persien und so weiter. Und jedes Reich regierte eine bestimmte Zeit. Wir sind gerade bei der Frage, wann entsteht diese Macht? Wir sehen, dass die Bibel uns einen satanischen Plan offenbart, eine irdische Macht durch die Führung und den Plan des Widersachers Gottes aufzubauen, um das Himmelreich Gottes zu verhindern. Jede Macht seit Babylon hatte nur einen bestimmten Zeitraum, in der sie existierte. Babylon, wer weiß es noch, von 605 etwa. Und so hatte jede bis in die Zeit der Medo-Perser. Danach die Medo-Perser bis 331. Von 331 übernahmen die Griechen, Alexander der Große, bis 168. 168 vor Christus übernahmen die Römer bis ins Jahr 476.
Also jedes Reich hatte eine bestimmte Zeit und nachdem die Zeit des Reiches zu Ende war, folgte die nächste Macht mit demselben Ziel. Nun, Rom ist gefallen, das wissen wir. Danach kamen die europäischen Völkerstaaten, die Alemannien, England, Franzosen und so weiter, wie sie alle hießen, bis heute. Und jetzt wird hier von einer anderen Macht gesprochen, die haben wir letztes Mal studiert, die auch eine bestimmte Zeit hat. Und was geschieht, nachdem die römische Macht ihren Thron und ihre Macht, der Drachen gibt seinen Thron und seine Macht dem ersten Tier, können wir uns erinnern? Ist jetzt ganz wichtig mitzudenken. Er gibt seinen Thron und seine Macht dem ersten Tier. Und wir haben identifiziert, der Drache ist ein Bild für die irdische Macht, die der Satan benutzte, nämlich das heidnische Rom. Und das heidnische Rom gab tatsächlich seinen Thron und seine Macht dem Folgeherrscher in Rom. Das war im Jahre 538 zum ersten Mal mit ganzer Autorität der Papst. Und wir haben studiert, dass dieser Papst nur eine bestimmte Zeit hatte, die ihm gegeben wurde, die Heiligen zu verfolgen und zu töten. Das haben wir am Mittwochabend studiert. Und von dieser Zeit an war ihm diese Möglichkeit genommen. Können wir uns erinnern? Und jetzt gibt es einen interessanten, einen hochinteressanten Text in Offenbarung 13, Vers 10. Und wer hier jetzt die Lutherbibel hat, der wird ein wenig ins Schwimmen kommen. Ich habe auch meine Lutherbibel, aber ich habe mir angewöhnt, immer mal woanders nachzuschauen, in anderen Bibeln oder im Sprachschlüssel oder an anderen Sachen. Übrigens, ich möchte empfehlen, es gibt eine ausgezeichnete Bibel mit Sprachschlüssel für Leute, die Hebräisch und Griechisch nicht können. Das ist die Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel. Eine wunderbare Bibel. Jeder, der keine Ahnung hat von Hebräisch und Griechisch, so wie ich, der kann mit dieser Bibel sehr tief studieren, ohne das gelernt zu haben, lernen zu müssen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und wer hier jetzt die Lutherbibel hat, wird ein bisschen sich schwer tun. Aber hier steht tatsächlich nach dem Grundtext, die Möglichkeit nach dem Grundtext, folgender Satz. Nachdem das erste Tier jetzt seine Wunde bekommt, können wir uns erinnern, es bekommt eine tödliche Wunde und von diesem Zeitpunkt ist es vorbei mit der Verfolgungszeit im finsteren Mittelalter. Da haben wir drüber gesprochen. Und jetzt steht in Vers 10, nachdem das erste Tier seine Macht verliert und bevor das zweite Tier anfängt, steht hier dieser Satz. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in Gefangenschaft. Wir haben das normalerweise immer interpretiert in der Vergangenheit, naja, wenn hier jemand verfolgt wird, dann muss er halt verfolgt werden. So interpretieren wir den Text normalerweise, stimmt's? Na, wenn halt jemand verfolgt werden wird durch diese Macht, dann wird er halt verfolgt werden. So eine doppelte, es wird ja doppelt geschrieben. Hier in meiner Luther steht, wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, so wird er mit dem Schwert getötet werden. Aber das ist hier weniger auf die bezogen, die hier die Verfolgung erleiden, als vielmehr die Macht, die verfolgt. Und der Text lässt es zu, so zu übersetzen. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, der wird in Gefangenschaft kommen. Und genau das geschah mit der Macht, die über das ganze Mittelalter hinweg in Gefangenschaft geführt und gefoltert und verfolgt hat. Das Gleiche geschah mit dieser Macht. Und das haben wir studiert, als der Papst in Gefangenschaft geführt wurde und dort seine Macht verlor. Wer weiß noch, wann das geschah? Es wird ja in der Offenbarung vorausgesagt, in Offenbarung 12. Es wird hier vorausgesagt, wie lang diese Macht die Möglichkeit haben wird, alles zu tun, was ihm gefällt. Wir haben letztes Mal studiert und haben gesagt, 1260 Jahre, prophetische Jahre. Und das begann mit der Machtübernahme des päpstlichen Roms, mit der endgültigen Machtübernahme. Es wurde ja vorher schon 321 durch die konstantinische Schenkung gewisse Vorarbeit geleistet.
Und dann geschahen noch einige politische Divergenzen, die ausgestanden werden mussten, aber die endgültige Machtübernahme, wo der Papst tatsächlich seinen Thron in Rom einnahm, war das Jahr 538. Historisch belegt. 1260 Jahre aus der Offenbarung kommen wir ins Jahr 1798. Genau das Jahr, in dem der Papst gefangen genommen wurde und in die Verbannung geschickt wurde. Die tödliche Wunde, die später heil werden soll. Aber dieses Tier hat jetzt damit einen Schnitt bekommen in seiner Macht. Genau zu der Zeit, wo dieses Tier, diese Macht, seine Macht verliert, taucht zur selben Zeit fast eine neue Macht auf. Im Jahre 1776. Wie diese Macht entsteht, hilft uns, das noch besser zu sehen. Schauen wir uns an, wie diese Macht entsteht. Ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm. Interessante Beschreibung. Da wird ein Tier beschrieben, das wie ein Lamm aussieht, ein lammartiges Tier. Nun, der Künstler, der das hier gemacht hat, der hat sich das so vorgestellt, sieht von Weitem, von sehr, sehr weit weg auch aus wie ein Lamm, stimmt's? Aber da muss man sehr, sehr weit weggehen, dass es wie ein Lamm aussieht. Das ist auch so flauschig, aber ganz ehrlich, also so lammartig sieht es doch auch nicht aus, oder? Es hat zwei Hörner, stimmt. Aber wir wollen uns das näher anschauen. Die Bibel sagt und schreibt niemals etwas umsonst. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von wie vielen Worten? Von jedem Wort. Jedes Wort in der Bibel hat seine Bedeutung. Und wenn hier steht, dass es dieses Tier lammartig ist und zwei Hörner hat, wie ein Lamm, und das Lammartige ist was? Nicht das Fell. Nicht das Fell ist lammartig, sondern die Hörner wie ein Lamm. Steht es in Ihrer Bibel auch? Hörner wie ein Lamm oder steht dort ein Fell wie ein Lamm? Oder steht da Ohren wie ein Lamm? Ich möchte nur neugierig machen. Wir werden daher noch genauer drauf kommen. Wir müssen die Bibel genau lesen. Hier steht Hörner wie ein Lamm. Und Hörner stehen in der Bibel für Macht. Das heißt, diese Macht, dieses neue Reich, das in die Weltpolitik aufsteigt, übt seine Macht aus wie ein Lamm. Aber es spricht wie ein Drache. Wir werden das nachher anschauen. Schauen wir mal die zwei Hörner an wie ein Lamm. Ich meine, man hätte doch auch sagen können, das hat zwei Hörner wie eine Kuh. Hätte man doch machen können, oder? Jesus hätte durch seinen Engel, dem Johannes auf Patmos, sagen können, und da kam eine Macht, das hatte zwei Hörner wie eine Kuh oder wie ein Ochse. Es gibt zig Tiere auf der Welt, die zwei Hörner haben. Warum ausgerechnet wie ein männliches Lamm, ein Witter, ein junges, männliches Witter? Das sind alles Fragen, die uns beschäftigen, wenn wir dieses zweite Tier anschauen. Und so werden wir sehen heute, dass mit wenigen Symbolen sehr viel ausgesagt wird. Es gibt den Spruch, der heißt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, exakt. Das ist der Grund, warum die Offenbarung Bilder benutzt. Weil wir durch Bilder alles sehr kurz komprimiert transportieren können und selber noch unser Gehirn anstrengen müssen. Und Gott möchte und liebt es, wenn wir denken beim Bibelstudieren und nicht einfach nur das wiederkauen, was andere uns gesagt haben. Das ist der Grund, warum hauptsächlich hier Bilder benutzt werden. Was auffällig ist an diesem Tier, ja, ist, dass dieses Tier auf seinen Hörnern keine Krone trägt. Warum sage ich das? Wer erinnert sich an das erste Tier? Schauen wir mal in Offenbarung 13 ab Vers 1, was von dem ersten Tier gesagt wird. Denn das erste Tier hatte auch Hörner, aber nicht lammartige Hörner. Hier heißt es, und ich sah ein Tier, Vers 1, aus dem Meer steigen. Wer jetzt nicht mitliest, der kommt nicht mit, das verspreche ich. Denn es gibt hier nur eine Chance, es selber mit Augen mitzuverfolgen, sonst geht es hier ins Ohr rein und raus. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner, nicht 2 wie ein Lamm, es hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern was? Kronen. Kronen sind ein Symbol für königliche Herrschaft. Das heißt, diese Macht, die aus dem Meer steigt, aus einem unbewohnten Gegend,
Habe ich was Falsches gesagt? Aus dem Meer steigt. Ich wollte nur schauen, ob wir aufpassen. Nein, im Ernst. Das ist natürlich das Tier, das aus dem Land steigt. Aus der Erde steigt, aus einer unbewohnten Gegend, relativ unbewohnten Gegend, und jetzt lammartig durch die Hörner aussieht. Und diese Hörner haben keine Kronen. Es kann keine königliche Monarchie sein. Das waren aber die Nachfolgestaaten Roms. Rom selbst war eigentlich eine Monarchie, auch wenn es nicht König, sondern Kaiser hieß. Im Prinzip waren die ganzen Reiche seit Babylon Monarchien. Aber diese Macht, die aussteigt aus einem unbewohnten Gegend der Erde, wird eine Macht sein, die keine Monarchie ist. Schauen wir mal das Alte Testament an, denn die Bibel legt sich immer selber aus. Und wer die Bibel nicht kennt, versteht Offenbarung auch nicht. Wenn wir schauen, hier die Kronen der 7 Häupter und der 10 Hörner, dann sehen wir hier nochmal, nur zum Mitlesen nochmal, ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen. Kronen sind königliche Autorität oder königliche Herrschaft. Das Fehlen von Kronen deutet eindeutig, weist es darauf hin, dass hier Freiheit von königlicher Herrschaft angesprochen ist. Es ist ein politisches System, das anders aufgebaut ist als einer, der sagt, wo es lang geht. Sondern hier scheint es mehr um unabhängig und Freiheit zu gehen. Und das ist nichts, was ich interpretiere. In 1. Samuel, Kapitel 8, Verse 5 bis 9 steht Folgendes. Bitte genau mitlesen und die Verbindung zur Offenbarung herstellen. So setze uns nun, ich muss dazu was sagen, ganz kurz, nicht weiterlesen. Es gab den Zeitpunkt, wo Israel an einen kritischen Moment kam in seiner Geschichte. Denn Israel hatte immer nur einen König. Wer war das? Gott. Aber sie kam, nachdem sie in Kanaan waren und umgeben von Völkern, die alle einen König hatten, kamen sie an den Punkt, wo sie gesagt haben, wir wollen auch einen König haben. Auch so einen menschlichen König, der über uns regiert. Wir wollen auch so jemand haben. Vielleicht wollten sie einfach jemand verehren, der näher war vielleicht. Was übrigens, aber das würde jetzt zu weit führen, darauf hinweist, dass sie Gott nicht nah waren. Denn wenn ich Gott nicht nah bin, dann brauche ich einen Ersatz. Dann brauche ich was, was greifbar wird. Und so kamen im Prinzip die Götzen in die Rolle. Die sind nämlich nah, die stehen in meiner Vitrine, die kann ich anfassen, die kann ich hin, da kann ich mich niederknien, den sehe ich immer. Und jetzt sagen sie zu Samuel, setze uns einen König über uns, der uns was richte, wie ihn alle Heiden haben. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volks in allem, was sie zu dir gesagt haben. Und jetzt wird deutlich gemacht, was der König für ein Recht hat. Doch warne sie und verkünde ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Der König ist das Symbol in der Bibel für königliche Herrschaft. Und wenn hier Hörner sind mit Kronen, dann heißt das, dann sind es königliche, monarchische Herrschaften, die nicht durch Demokratie oder andere Formen geführt werden. Das Königsrecht wird sein, der über euch herrschen wird. Vers 11. Hörner sind das Symbol von Macht und dieses Tier, dieses zweite Tier, deutet darauf hin, und jetzt hoffe ich, dass wir den Sprung bekommen von Samuel zur Offenbarung. Wer bestimmte in einer königlichen Diktatur, sage ich mal, in einer königlichen monarchischen Herrschaft, wer bestimmte dort die Religion? Der König, ohne Frage. Das ging bis ins Deutsche Kaiserreich so hinein. Der Kaiser hat bestimmt, welche Religion. Und wenn das Volk vorher eine andere Religion hat, dann wurde halt zwangsgetauft. Aber wenn hier keine Kronen sind, deutet es darauf hin, dass es hier auch Freiheit und Entscheidungsfreiheit gibt in der Frage der Religion. Auch das ist ein interessanter Hinweis auf diese Macht. Aber jetzt wird es ganz interessant. Jetzt kommen wir mehr in unsere Zeit hinein. Abgesehen davon, dass es nur zwei Hörner hat. Das heißt, hier sind die ausführenden Organe nicht eine einzelne Person wie der König. Interessant ist, dass diese neue Macht ein politisches System hat, das auf zwei Gewalten ruht. Das ist das, was die zwei Hörner meinen. Könnte es sein, dass hier es in Richtung Senat und
Senat und? Ich stehe selber gerade auf der Leitung, deswegen frage ich Sie. Repräsentantenhaus heißt das andere. Wir werden gleich noch drauf kommen. Das ist kein Zufall, dass dieses Tier nur zwei Hörner hat. Denn dieses Lamm in der Bibel, und wir haben ja schon darüber gesprochen, wer das ist, in der Bibel wird Jesus Christus über 20 Mal das Lamm genannt. Im Neuen Testament allein, Entschuldigung. Aber dieses Lamm wird dargestellt mit wie vielen Hörnern? Mit 7 Hörnern. Und wir haben ja schon gesagt, die 7 ist die Zahl in der Bibel für göttliche Bestimmung. Es ist lammartig in seinen Hörnern. Das heißt, dieses Tier führt seine Macht ein Stück weit ähnlich aus, die in Richtung geht, wie Jesus Christus hier handelt und agiert. Lesen wir mal Offenbarung 5, Vers 6. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und die 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes. Das heißt, es ist der Heilige Geist für jede Gemeinde in Offenbarung 2 und 3. Gesandt in alle Lande. Nun, das lammartige Tier, wenn wir festhalten, aus dem, was wir studiert haben, müssen wir uns die Frage stellen, um zusammenzufassen, wo steht diese Macht? Bevor wir weitergehen können, müssen wir jetzt zunächst mal festhalten. Wo entsteht diese Macht? Auf einem relativ unbewohnten Land, halten wir fest. Die zweite Frage, die wir gleich sehen, werden wir sehen, hier habe ich noch kurz ein Zitat aus einem Geschichtsbuch, aus dem Buch Neue und Alte Welt im Vergleich von Townsend. Hören wir mal, wie der Historiker das beschreibt, das Entstehen der USA. Das Mysterium der Entstehung aus der, was? Leere. Wie ein leiser Same wuchsen wir zu einem Imperium. Hier ein anderer Autor, Uriah Smith, Daniel und Offenbarung, und er schrieb, inmitten der ruhenden Erde hervorkommend nahm es täglich an Macht und Stärke zu. Fast die gleiche Beschreibung wie der andere Historiker. Das heißt tatsächlich, aus einem Nichts kam plötzlich eine große Macht. Die zweite Frage haben wir gesagt, wann entsteht diese Macht? Also wir haben festgehalten, es muss um die Zeit entstehen, wo die erste Macht, das erste Tier seine Macht verliert und die tödliche Wunde bekommt. Auch das ist interessant, wenn wir es festhalten. Wie entsteht diese Macht? Es entsteht auf dem Boden politischer und religiöser Freiheit und nicht königlicher Monarchie, die vorgibt, was im Land geglaubt wird. Und es ist eine junge Nation. Warum? Dort steht nicht ein Schafsbock, da steht ein Lamm, ein junges Tier. Der Löwe ist ein altes Tier. Der Bär ist ein altes Tier. Der Leopard ist ein ausgewachsenes Tier. Das drachenartige Tier ist ein ausgewachsenes Tier. Das kleine Horn als Folgemacht, das bis zum Himmel wächst, wird ein kleines Horn genannt, aber dann nimmt es zu und wird groß. Übrigens, hier wird es ja in Offenbarung 13 das Horn nochmal als Tier, als großes, erwachsenes Tier, aber das ist das einzige Tier, das genannt wird unter all den Nationen, das als Lamm dargestellt wird. Und ein Lamm ist kein Schaf und auch kein Bock, es ist ein Lamm. Es ist eine junge Nation, als sie entsteht. Und dann, es wächst zu einer weltweiten Macht. Auf wen passen all diese Indizien? Auf welche Nation passt diese prophetische Beschreibung besser als auf die Vereinigten Staaten von Amerika? Und wir werden jetzt sehen, dass das jetzt prophetisch gefüllt wird.